Der Urschrei des Karl Geiger nach der nächsten herausragenden Leistung bei der Tournee. Vor 21.000 Zuschauern kommt Geiger in Garmisch-Partenkirchen wieder auf Rang 2. Ja, unglaublich. Also perfekter Start ins neue Jahr. Was er gewohnt nüchtern bewertet, sieht im zweiten Durchgang so aus. Ein Sprung nah an der Perfektion und die Landung erst nach 141,5 Metern. Geiger geht in Führung, überholt Ryoyo Kobayashi und nimmt seinem schärfsten Konkurrenten um den Gesamtsieg, dem japanischen Tourneeführenden, sogar einige Punkte ab. An das große Ganze denkt Geiger aber noch nicht. Ja, hilft mir gerade schon ziemlich von Sprung zu denken und deshalb bleibe ich dabei. Tagessieger beim Neujahrsspringen der junge Norweger Marius Lindvik mit Schanzenrekord von 143,5 Metern. Hinter Karl Geiger wird der Pole David Kubacki Dritter. In der Tournee-Gesamtwertung sieht das Ergebnis nach 2 von 4 Springen verheißungsvoll aus, mit Karl Geiger als erstem Verfolger des Japaners. Für ein starkes deutsches Mannschaftsergebnis in Garmisch-Partenkirchen sorgen 2 weitere Athleten. Konstantin Schmid, 20 Jahre alt, springt zweimal 134,5 Meter weit und stellt als 7. das beste Ergebnis seiner jungen Karriere ein. Markus Eisenbichler, 3-facher Weltmeister, steigert sich im 2. Durchgang und wird am Ende guter 10. 3 deutsche Adler unter den Top 10. So kann es in Innsbruck und Bischofshofen weitergehen.